Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal und zu der zweiten richtigen Album-Reaction hier von Elifs Album. Endlich tut es wieder weh. Wir haben uns gestern auch den Titelsong angehört. Der war ultra strong, muss ich sagen. Schaut die Reaction gerne an, falls ihr sie verpasst haben solltet. Ansonsten freue ich mich jetzt sehr, sehr doll hier reinzuhören. Bei Himmel, ich habe alles andere vom Album noch gar nicht gehört, logischerweise. Endlich tut es wieder weh, habe ich ja schon einmal so mehr oder weniger live mitbekommen. Aber alles andere ist für mich komplett blind. Und ich habe viele Nachrichten von euch bekommen, dass dieses Album unfassbar stark sein soll und dass viele überrascht waren über die Vielfalt an Songs, die auch ohne Musikvideo noch so richtig stark waren, dass sie teilweise echt gesagt haben, ey, da hätte zu jedem Song irgendwie Musikvideo kommen sollen. Das heißt, meine Erwartungen sind sehr hoch, aber das sind sie bei Elif eigentlich immer. Ist aber auch okay für mich. Ich freue mich drauf, wir hören rein bei Himmel. Himmel, sehr schöner Name auf jeden Fall. Wird, glaube ich, ein bisschen ruhigerer Song. Ist der Himmel für mich da? Sehr angenehmer Vibe jetzt schon, muss ich sagen. Mein Gott, ich bitte um Vergebung. Was soll ich sagen, wenn sie fragen, warum? Hab für mich keine Erklärung. Haben sie recht, wenn sie sagen, ich bin schuld? Sie wollen sich streiten, nur weil ich sage, was ich fühle und wer ich bin. Oh. Unfassbar persönlicher Song jetzt schon. Super, super ruhig. Ganz anders als Endlich tut es wieder weh. Und ich finde, hier merkt man nochmal ihre unfassbare Stimmkontrolle. Und wer ich bin, oh ja, lass mich nicht alleine. Bismillahi rahmane rahim. Krass, okay, ey, sogar auf türkischen Parts mag ich sehr gerne, wenn Elif das macht. Ich verstehe zwar kein Wort, logischerweise, übersetzt es gerne in den Kommentaren, ja. Aber ich finde, ich mag das gerne, bilingual oder so, wenn ein paar mehr Sprachen gemischt werden, Songs mag ich gerne. Ich alleine, bismillahi rahmane rahim. Ich wollte es doch besser machen, doch konnte es sich besser machen. Es ist so, wie es ist, ich krieg meine Haut nicht weggewaschen. Tausend Fragen, tausend Wünsche, ist mein Leben eine Sünde? Ist der Himmel für mich da? Boah, ist das stark. Irgendwo ein Platz für mich. Boah, super, super stark. So, ich glaube, wir werden ganz krass diesen persönlichen Zwiespalt auch so ein bisschen von Elif haben. Ich liebe es, wie sie ihre Gedanken einfach so offen teilt und eben auch so sagt, ey, keine Ahnung, Mann, ist es richtig so, bin ich schuld, was verhalte ich mich richtig, kann ich von meinen Fehlern, kann ich meine Haut reinwaschen quasi und so. Crazy. Für mich da, ist da irgendwo ein Platz für mich? Ist meine Geil. Seele wirklich schwarz? Oder bin ich einfach ich, denn was anderes kann ich nicht? Gott, ich zähle schon die Tage. Wow, ey, das ist das, was ich meinte, so, oder? Diese Stimmkontrolle ist insane. Ist da jemand auf mich wartet? Ist der Himmel für mich da? Ist da irgendwo ein Platz für mich? Wir sind doch alle so verschieden. Jedes Herz, jede Seele, jede Haut. Spielt es eine Rolle, wen wir lieben? Sag, für wen machst du deine Tore auf? Hast du meine... Boah, ey, so ein schöner Song, auch mit super viel so... Ja, was heißt Gesellschaftskritik, aber so die Sachen, die sie anspricht und wie sie sich verpackt, finde ich sehr, sehr schön und sehr wichtig. Wen wir lieben, sag, für wen machst du deine Tore auf? Hörst du meine Gebete? Liege wach in meinem Bett, was ist richtig? Ich weiß es doch nicht. Weißt du, nach diesem Leben will ich dahin, wo Mama jetzt ist. Boah, auch wie sie einfach so dieses, halt diese ganze Debatte so, wie verhält man sich richtig, wenn man gläubig ist, wie stark muss man gläubig sein, dass sie das alles auch so ein bisschen in Frage stellt vielleicht und sich unsicher ist und am Ende einfach sagt, weißt du, wenn ich nicht mehr lebe, möchte ich einfach dahin, wo meine Mama ist. Ist mir egal, was es im Endeffekt ist, ich möchte zu meiner Mama. Und ey, okay, wäre ich gerade sogar ein bisschen emotional, sage ich, wie es ist. Wunderschön verpackt. Wunderschön verpackt, finde ich. Weißt du, nach diesem Leben bin ich dahin, wo Mama jetzt ist. Ich wollte es doch besser machen, doch konnte es sich besser machen. Boah. Es ist so, wie es ist, ich krieg meine Haut nicht weggewaschen. Tausend Fragen, tausend Wünsche, war mein Leben eine Sünde? Ist der Himmel für mich da? Ist da irgendwo ein Platz für mich? Ist meine Seele wirklich schwarz? Wow. Oder bin ich einfach ich, denn was anderes kann ich nicht? Gott, ich zähle schon die Tage. Ich finde gerade nach Alles Helal vom Nachtalbum, was mein absoluter Lieblingssong von ihr ist, of all time, Alles Helal, ist das so eine schöne thematische Fortsetzung zumindest auf jeden Fall. Da jemand auf mich wartet,
mich da? Ist da irgendwo ein Platz für mich? Richtig schöner Song, Mann, holy. Oha, krass. Haben wir am Ende einen Übergang zum nächsten Song? Hat sich fast so angehört wie ein Übergang zum nächsten Song. Werden wir beim nächsten Mal, werden wir morgen ja auf jeden Fall merken dann. Ey, thematisch liebe ich solche Songs. Ich mag sowas, wenn Elif auch solche Gedanken mit uns teilt, die ja sehr persönlich sind, gerade was Glauben angeht. Und so ein bisschen, wenn sie darüber so philosophiert und sich auch ja, Sachen in Frage stellt einfach. Und das oft mit uns teilt und so schön verpackt hat. Und die Message am Ende irgendwie einfach, ich will einfach dahin, wo meine Mama jetzt ist. Und das ist halt so ein, boah, das geht direkt ins Herz, sage ich, wie es ist. Da kriege ich sogar Gänsehaut, wenn ich darüber rede jetzt einfach. Aber ein wunderschöner Song. Wie gesagt, thematisch hat mich das sehr erinnert an Alles Hilal. Auf jeden Fall Empfehlung, falls ihr den noch nicht gehört habt. Mein All-Time-Favorite-Song von ihr. Und ansonsten super angenehm, dass dieser Song jetzt so ruhig war, so nachdenklich einen auch vielleicht so ein bisschen gemacht hat hier und da. Und dass man nochmal gemerkt hat, wie krass sie ihre Stimme so einsetzen kann. Ey, ich freue mich sehr auf morgen. Wir sind natürlich wieder am Start mit einer neuen Album-Reaction. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag heute. Bleibt am besten einfach alle so fresh und gut aussehen wie immer. Und dann sehen wir uns und tschüss.